Servus Leute, recht herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ihr seht schon, Red Dead Redemption 2. Ja, Leute, ich bin mega gehypt auf das Game und ich muss sagen, ich freue mich schon mega drauf. Das soll ja, glaube ich, das beste Spiel des Jahres sein. Ist übrigens bei GameStar mit 96 Punkten bewertet. Das zweitbeste bewertete Spiel, das es je gab. Der erste, das beste bewertete Spiel ist ja GTA 5 und hier kommt schon Red Dead Redemption 2. GTA 5 ist eigentlich nur besser bewertet, wenn man halt, ja, mehr Fahrzeuge und so zur Auswahl hat. Das gibt's halt hier in dem Genre nicht. Hier kann man halt keine Autos oder sowas nehmen. Deswegen ist es das zweitbestbewerteste Game aller Zeiten. Und ich muss sagen, boah, was dieses Jahr an Games rauskommt, das ist unglaublich. Spider-Man, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey, läuft ja alles auf meinem Kanal und ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich das alles unterbringen soll. Aber ich gebe natürlich mein Bestes, werde da wohl vielleicht ein paar feste Tage einführen müssen, dass ich hier alles unterbringe. So, jetzt aber genug gequatscht. Ich würde sagen, wir schauen mal in das Game rein, was uns dort erwartet. Und seid gespannt, Leute. So, let's go. Ich denke mal, das wird jetzt so eine Art Ladescreen sein. Halt ohne Ladebalken. Und dann werden wir bestimmt auch gleich das Intro sehen. Die Open World soll übrigens auch riesig sein. Und ich mag ja Open World Spiele, das wisst ihr ja. Ich hoffe auch, dass wir durchkommen, weil Spielzeit soll schon bei nur die Hauptstory schon allein 60 Stunden sein. Aber ich denke schon, es werden einige Folgen werden. Ich würde mich freuen, wenn ihr überall dabei seid. Und wenn ihr mich in dem Projekt auch unterstützt, würde mich auch sehr, sehr freuen, Leute. Rockstar Games Presents. Red Dead Redemption 2. Ich glaube, das Spiel kann gar nicht schlecht werden. Wenn es von Rockstar kommt, muss es gut sein. 8 Jahre Entwicklungszeit übrigens. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davey rest while he, you know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Ist jetzt schon wie ein Kinofilm gemacht. Heftig. Richtig geil. Gespielt wird übrigens auf der PS4 Pro, Leute. Und ich spiele am 4K-Bildschirm. Also alles, was das Game hergibt, geil. Kapitel 1, Coulter.
them in here! Miss Gaskell, get that fire lit, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Micah scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. In this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac, they may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it, gladly. But we are gonna ride out, and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith. Get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. Okay, Leute. Need you strong. Wir sind jetzt, glaube ich, im Intro oder so. Tutorial. Und schauen wir doch mal, würde ich sagen. Ich mache mal das Bildmachgerät an. Servus, Leute. In 2 days or more like this now, it has to blow over. Richtig geil gemacht, heftig. Die doch die Spuren im Schnee cool gemacht. Ja, der Anfang ist schon wieder mal richtig geil gemacht von Rockstar. Okay. Can't believe we lost Davy too. He's the last one, Arthur. No more. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkerton's tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. Das ist anscheinend unser Basislager dann dort. Hey,
I think I see something up the path. Nicht, ich sehe gar nichts. You up ahead. Who's there? Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davey doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davey was a real fighter. Both of them calendar boys is. Or was. Yeah. And Mac, Sean? We don't know. Quite a business. I'm glad you're all right, Micah. Always. Ask him if he's seen John. Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in. He hasn't seen him. He'll be fine. Things always turn out right for that boy. I hope Mac and Sean are still out there somewhere, too. Move up, Arthur. I'll cover the rear. Jetzt halte gedrückt, während du L benutzt, um die Formation nach vorne zu bewegen. Okay. Okay, L2. It's all gonna work out, Morgan. We lost a few folks, but that's just how it goes sometimes. Well, I'm glad you're feeling so good about it. Und ich wirklich konzentriere, dass ich mich auf den Text hier konzentriere. Wenn ich mir hier nur die Gegend anschaue schon wieder. Man sieht zwar nicht viel, aber das ist so geil gemacht, Leute. Sir. Okay, let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Snuff and stash those lanterns, boys. Best you two lie low on this. Okay. Let's head down there. Deine Gesundheit wird in der unteren linken Ecke angezeigt. Okay, sehe ich es gerade. Ich weiß nicht, ob wir hier Gesundheit verlieren, wenn es so kalt ist. Der Stand in den Kerns beeinflusst die Geschwindigkeit deiner Gesundheitsregeneration. Okay. Also wenn es jetzt voll ist, gehe ich schneller wieder hoch praktisch, von der Gesundheit. Nähere ich im Anbindepfosten. Okay, ich mache mal das Bildmarkgerät an. Let me handle this. We don't want to spook these fine people. Sounds like quite the party. You too. Get yourself out of sight. Nice, one lonely man is a lot less intimidating than three nasty-looking degenerates. Micah, hide behind that wagon. Arthur, you take that old shed on the left and stay low, both of you. Begib dich im Schuppen und drücke R1, um in Deckung zu gehen. Arthur, what are you doing? I said get out of sight. Ach so, da hinten. Arthur, get in position. Come on. Ja, ich gehe doch schon. Ding mal hier, oder? Okay.
Excuse me! Hello? Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Gentlemen. We can't help you, mister. I got folks. Arthur. Dying on the trail. Arthur, we got a problem. Folks. There's a corpse right here. Scheiße. Arthur. There's a body in the wagon. I hear you. Just keep your eyes on Dutch. Please. I think you should go now, buddy. Okay, auszuwählen, lasse Lenz los, um sie in die Hand zu nehmen. Now, friend, I ain't asking for much. Please, I am kind of desperate. Over there! Four of them! Yeah. I said I'd handle this. Didn't seem to be going too well. Goddamn O'Driscoll boys here. Folge Dutch. I don't know. Maybe same reason as us. Micah, go bring the horses closer to the house. Arthur, let's go search the cabin. Smells like a party in here. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. We need the essentials. Okay. Food, medicine, whiskey. Untersuchen. Halte den Nerv und Inche viel gedrückt, um sie aufzuheben, während du das Haus durchsuchst. O'Driscoll's. I don't believe it. It's a strange one, all right. Maybe they're hiding up here, too. There's a big price on Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours. Wanting Colm dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on. Dann noch Munition. Oh. Looks like the poor bastard was married too. At some point. If we can't eat it or drink it, put it down. Oh, I'm starving. Well, you should eat something now. Get your strength up for the ride back. Haferplätzchen. Ah, ich muss sie auch essen und sowas. Okay. Nur ja nochmal eins. Wo unsere Energie ein bisschen hochgeht. The place is dry, warm. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. Wollen wir mal durchschauen hier, ob wir noch irgendwas finden? Hier sieht's was. Konserven oder sowas? Nehmen. Dosengemüse. Bohnen. Kekse. Sehr schön. Hier ist auch noch was unten. Begib dich draußen zu Dutch, nachdem du nach Vorräten gesucht hast. Okay. Mais. Sehr schön. Schrank schließen. Hier scheint nichts mehr zu sein. Schauen wir noch auf dem Tisch. Ah, okay. Jetzt wird ja eben auch, aber auch nicht irgendwie angezeigt, dass es irgendwie ein bisschen pulsieren oder leuchten würde. Also muss man schon genau schauen. Ich würde sagen, wir schauen mal hier hoch. Kann man hier hochgehen?
Revolvermunition. Sehr schön. Scheint nichts zu sein. Okay, ich würde sagen, wir gehen dann wieder raus. Ah, hier ist noch was. Oder? Nee. Untersuchen, Fotografie, das haben wir schon angeschaut. Entschuldigung, dass ich mich ein bisschen aufwärme. Micah, Arthur, keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin. See what we missed. Okay, wir sollen uns dann in der Scheune umschauen. Versuchen wir die Scheune, aber jetzt sollen wir erstmal hier zum Kacken. Kann man hier kacken? So ein Klo, oder? Klar, das ist ein Klo. Ah, da kann man sich nochmal das. Schauen wir uns hier nochmal um. Oh, hier ist nichts. Oh, schau du auf! Schauen wir sie noch rein über die. Ah. Jetzt auf den Nuss, Mensch! Befragen, okay. Find out what they're doing here and where Colm is. Oh, this son of a bitch will talk. Where's Colm O'Driscoll? Befragen? With the others at an old mining camp southwest of here. Okay. Near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh. Na komm, wir würgen den. Dass er uns nochmal in den Rücken fällt. Nimm deine Waffe. Hebe deinen Hut auf. Nicht der Hut. Ah, da. Ah, okay, wir müssen es ab und zu mal streicheln, glaube ich, dass das seine Werte verbessern und wir das mehr Vertrauen zu uns hat. Dies ist nun dein primäres Pferd und erscheint als Symbol auf der Karte. Okay, werden so wie ein Pferdesymbol machen. Ein Pferdekopf soll das sein, oder? Alles so klein hier. Okay, wir binden das mal an. Ach. Michael, what the hell do you think you're doing? Don't you bite me! Don't touch me! I got you now! Was ist denn jetzt? Dann kann ich das nicht nehmen. Oh, Driscoll, bitch!
Jetzt muss ich echt da reingehen. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss, miss. Yes. Are you... Oh, you fool! Michael! Miss, now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Miss, miss. Come on. It'll be okay. We need to get out of here, and quick. Come on now. Oh. Jetzt aber raus da. Die hat ja gar nichts an, Mensch. Ah, jetzt. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Okay. Miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur. Miss, it's okay. We're bad men. Ah, jetzt sind unsere Pferde hier angebunden. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. I... He was my husband. Der liegt anscheinend auf dem Wagen, auf der Pritsche. Hey! Somebody's coming! Looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back! How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently, scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up, give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Sei froh, dass du pennen kannst, Mensch. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed, and he'd look for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he
kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Okay. Ein Schneesturm. Hey, I see some smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left recently. And that way. Sure, well, come on then. There's some tracks leading to the river. Yeah. Despacio. Und ich schaue mir das auch nochmal an. Stay on these tracks, come on. A few hours ago, most. Not that way. All right, boy. Okay. Schauen wir nochmal. Folge Kaviar. John, you tell me. These are horse tracks for sure, but could be anyone. Let's just see where they lead. Where are you going? Okay, auf der rechten Seite von der Karte ist praktisch das Pferd, oder? So. Ach so, okay. You were there, Javier. What really happened? Weiß ich überhaupt nicht. We had the money, it seemed fine. And suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Watch out for this crevice. Dutch killed a girl. Ah, wir können die Kamera ändern. Ah, wir können sogar in Ego-Perspektive zocken. That ain't like him, though. I can see the tracks here, Arthur. Und dann die Abstürze. Ja, da sind doch die Spuren schon im Schnee. Führt denn hier runter? Kamera. Damn snow's coming in hot again. We'll lose these tracks if we don't move fast. Ey, was hier alles gibt für Zeug? Boah, das ist ein Sturm. Hier sind aber keine Spuren mehr. Careful, it's getting narrow here. Läuft, sorry, läuft. Come on, boy. Horses are getting tired. Yeah, a lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. I mean, we can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Almost. Ist er ganz oben auf dem Berg? Hey, look! Over there! You see that? John was riding that horse when we left Blackwater. Let's see if he can hear us. Wir werden Lawine losgehen, Mensch. Pass auf. Hilfe, hierher, hier. Come on. Up there. Adelante.
Okay, ich höre was. It's coming from up ahead somewhere. I don't think we can go much further on the horses. Okay, schauen wir doch mal. I grab that shotgun from your horse. Kannst du eine einzige Handwaffe erwerben? Du kannst sie allerdings gegen eine andere Waffe austauschen, die sie auf dem Pferd transportiert. Okay. Waffe auf Pferd. Oh, was ist das? Nee, komm, ich lass den mal drin, ne? Oder? Ach scheiße, ich nehme die jetzt mal mit. Down this way. Müssen wir wahrscheinlich öfters nachladen dann. Denn immer bis zwei Schuss im Lauf. Ja, abgesägte Schrotflinte halt, ne? Aber die macht halt mehr Bums. Careful here. You sure about this? Weil komplett hier auf dem Mount Everest. Okay. Mierda, we're high up here. You're telling me. Help me. Careful. There's a drop here. It's slippery, be careful. Du musst aufpassen. Geht's ziemlich weit runter. Watch your head here. Okay, good now. Watch your step. This is real slippery. Stay close to the wall. Up this way. Was essen? Das gibt mir. That sounds closer now. Come on. Coming, John. Hier ist noch mal was. Da oben kann ich direkt umschalten auf die Nahrung. Okay, dann müssen wir immer schauen, dass wir immer gut was zum Essen dabei haben. Kann ja nicht schnell rennen hier, was ist denn hier los? Let's keep moving then. Come on. Unten, oder? Da ist er ja. Wie er da hinkommt. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good neither. Freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Compadre.
can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? I think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Jetzt überhaupt nicht, wo ich hingehe. Boah. You see that on the ridge? Perfect. Noch ein bisschen Fleisch. You head for the horses. I'll keep John's friends off until you're clear. All right, John, come on. Let's get you on that horse. Alter. Good work, Arthur. Kann ich die looten irgendwie? Loot! Okay, let's get going before any more of these bastards. Fuck. Komplette Lootspuren hier im Schnee. Heftiger Scheiße, mal schauen nicht, dass sie noch mehr Würfe sind. Geile Sache. Come on then, let's get back to the others. I don't feel too good. You'll be fine. It's just like a dog bite. Huh? Knew a fella? Got bit by a dog. Died. Careful. An hour later. You ain't gonna die. Not yet. Ja, der Schneesturm ist nervig, ja, weil sieht man eigentlich nicht viel. Up there! More of them! Get out of here! Get the hell out of here! Get out! Geil! You see any more under? Don't think so. Jesus. Das ist ja cool, wenn wir die gleich häuten könnten oder so. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Dann können wir gleich hier ein bisschen Fleisch und so mitnehmen. You had a hell of a time. Arthur always says, I'm lucky. None of us are lucky right now. We should ride in the water for a bit. Try to lose a scent. Das macht Sinn. So, freezing, bleeding, starving. Die Spuren verwischen. Aber ich glaube, dass bei dem Schneesturm hier eh die Spuren gleich wieder verwischt sind. Nearly there. Oh, sind wir im Lager? Ja, ist eigentlich alles noch Tutorial hier. Someone help John down off this horse. Ein bisschen die Steuerung kennenlernen und so weiter. Can we get some help? We need some help here. Come on, help him down. Here we go. There we go. Ay, careful, idiotas. It's his leg. Well, come on, let's get you warm. Thank you. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today.
Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss. When the weather breaks, I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Kein Problem. We have been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. So what now, Dutch? Tagebucheintrag. Tritt auf, verfolgt von Erinnerungen. John ist nicht von seiner Erkundung zurückgekehrt. Arthur und Kavi suchen im Schneesturm nach ihm. Töte alle Wölfe ohne Schaden zu nehmen. Jetzt haben wir wieder mal nicht geschlafen. Okay, das zweite haben wir geschafft. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle aber einen Cut und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ist ja klar. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn er wieder einschaltet, wenn er wieder dran bleibt. Und ja, mir vielleicht ein bisschen was schreibt, wie ihr das Game findet und so weiter. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Gut, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal und vor allem mit den anderen Let's Plays, Assassin's Creed und so weiter. Gut, bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.